Schauen wir uns ein paar Details an, die das Wettkampftraining beeinflussen können. Und zunächst einmal geht es hier um die Struktur des Volleyballspiels. Wir haben es einfach beim Volleyball damit zu tun, dass wir ständig um Punkte spielen. Jeder einzelne Spielzug bringt einen Punkt für mich oder für den Gegner. Ein ganz paar Ausnahmen mit Doppelfehler wollen wir hier mal außen vor lassen. Und wir brauchen jedes Mal eine extrem hohe Aufmerksamkeit, denn es gibt nur ein sehr begrenztes und sehr kleines Zeitfenster, in dem ich als Spieler eingreifen und den Ball spielen kann. Und das muss von hoher Qualität dann eben sein. Die Wahrnehmungs- und Entscheidungsvorgänge müssen generell unter hohem Zeitdruck erfolgen. Und je höher die Leistungsklasse ist, je höher die Liga ist, in der ich spiele, desto größer werden die Ballgeschwindigkeiten und desto geringer wird die Zeit, die ich habe, zu reagieren, zu entscheiden und meine Handlung einzuleiten. Generell ist es im Volleyball ja so, dass der Ball nicht runterfallen darf und das heißt, ich habe nur eine Chance. Wenn ich hier einen Fehler mache, dann ist das ein endgültiger Fehler. Der Ball ist weg, dieser Punkt ist weg, ich kann ihn nicht wieder zurückholen. Und wir haben schon oft Spiele gesehen im Fernsehen oder in Live-Übertragungen im Internet, wo Statistiken eingeblendet werden und dann sieht man auf höchstem Niveau beispielsweise immer so diese Statistik mit Unforced Errors, also Eigenfehler, die vielleicht sogar vermeidbar gewesen wären. Und diese Fehler können eben ganze Spiele entscheiden. Und machen wir uns nichts vor, wenn wir auf ganz unterem Niveau sind bei Anfängern. Und dann sieht es häufig so aus, die Mannschaft gewinnt, die am wenigsten Fehler macht. Ja? Und dementsprechend ist das eine wichtige Struktur hier aus dem Volleyballbereich. Ja, direkten Einfluss oder eben nicht direkten Einfluss auf den Punktestand hat man eigentlich nur dann, wenn man auch den Ball berührt. Also das heißt, wenn man mitspielen darf in dem Sinne. Man kann auf dem Feld spielen und das ganze Spiel läuft um einen herum. Und trotzdem ist es wichtig, dass man dabei ist. Und man muss auch manchmal damit klarkommen, dass man in kurzen Zeitintervallen viele Bälle kriegt oder vielleicht gar keine Bälle kriegt. Und das muss ein Spieler alles mal in irgendeiner Form verarbeiten. Ja, so ein paar Hinweise und Tipps, die man dazu geben kann. Lasst eure Mannschaften immer wieder um Punkte spielen. Ja, ihr könnt verkürzte Sätze machen. Ich kann zum Beispiel sagen, wir spielen jetzt mal bis 7, wer zuerst 7 Punkte hat. Ja, aber 7 ist nicht spieltypisch. Natürlich gibt es mal 7 Punkte zwischendurch, aber es ist doch viel spieltypischer, bis 25 spielen zu lassen. Und wer sagt, dass wir bei 0 anfangen müssen? Du kannst doch ebenso gut bei 20-20 einen Satz beginnen und dann wird regulär zu Ende gespielt. Also 25-25 gäbe eine Verlängerung. Ja, mit 2 Punkten Vorsprung zum Satzende. Das sind Möglichkeiten, die du hast. Und das Gewinnerteam bekommt im nächsten kurzen Satz dann einfach mal 2 Punkte weniger als das Verliererteam, um hier nochmal so ein bisschen auszugleichen. Und da müssen sie sich noch ein bisschen mehr anstrengen. Das sind alles Möglichkeiten, die du hast. Nachlässigkeiten, konsequent ahnden, Punktabzug bei doofen Fehlern. Ja, wobei wer unterscheidet oder wer entscheidet jetzt, wer ein doofer Fehler ist? Naja, das kannst du als Trainer ruhig mal entscheiden, denn dann damit löst du auch psychologischen Druck aus auf deine Spieler und kannst dir den mal zeigen, wer hier ja letztendlich die Entscheidung trifft. Denn wenn du es im Training bist, im Spiel hast du ja einen Schiedsrichter und egal, ob deinen Spielern die Entscheidung des Schiedsrichters gefällt oder nicht, ja, du kannst sie in der Regel nicht verändern. Okay, und dementsprechend müssen die Spieler damit lernen, umzugehen, dass jemand anders eine Entscheidung trifft, die sie dann erfüllen müssen oder eben akzeptieren müssen. Positiven Umgang mit Fehlern fördern. Ja, wir wollen hier aus Fehlern lernen. Und die Zielsetzung muss es natürlich immer sein, einen Fehler nur einmal zu machen und nicht mehrfach zu machen. Wenn also ein Spieler lernt, auch in Drucksituationen zu reflektieren, was ist gerade passiert, wo habe ich eventuell etwas nicht ganz optimal gelöst und wenn könnte ich beim nächsten Mal in einer ähnlichen Situation das Ganze nicht anders machen und dann erfolgversprechender lösen. Das ist eine Vorgehensweise, die sehr positiv sich in der Regel auswirkt auf das Verhalten von Spielern. Und die Spieler müssen lernen, sich im Grunde selbst die richtigen Fragen zu stellen und auch zu beantworten. Mut zum Risiko ist durchaus gefordert, denn wir wollen ja, dass Spieler auch was Neues mal ausprobieren. Dinge, die sie vielleicht gerade erst vor kurzem im Training gelernt haben, sollen umgesetzt werden in Wettkampfsituationen. Dass dann mal was schief geht, liegt in der Natur der Sache. Aber wir müssen es immer wieder fördern und fordern, dass eben neue Sachen ausprobiert werden in Trainingseinheiten und dann auch in Punktspielen oder in Wettkampfsituationen. Nur dadurch werden Spieler letztendlich besser. Konzentrationsfähigkeit ist eine ganz wichtige Geschichte und ich muss als Spieler
lernen, dass ich nicht von Anfang bis Ende, also vom ersten Ballwechsel bis zum allerletzten Ballwechsel eines Punktspiels konzentriert sein kann, sondern ich muss immer wieder Phasen schaffen, wo ich auch ein wenig Ruhe habe zwischen den Ballwechseln. Ich muss also während des Ballwechsels hochkonzentriert sein und zwischen den Ballwechseln kann ich auch ein bisschen einfach mal die Anspannung fallen lassen. Das muss nur trainiert sein. Man kann es trainieren. Man kann also ganz bewusst in einer anderen Art und Weise vielleicht atmen und dadurch ein wenig Druck einfach rausatmen aus dem Körper, um dann, sobald der Schiedsrichter den nächsten Spielzug anpfeift, wieder voll da zu sein, hochkonzentriert zu sein und den nächsten Spielzug entsprechend anzugehen. Ja, wir sehen dann noch hier die zwei Punkte mit Wahrnehmen, Entscheiden, Handeln unter Zeitdruck. Das ist natürlich in der Natur der Sache des Volleyballspiels auf jeden Fall gegeben und im Training musst du als Trainer deiner Mannschaft dann beibringen, eben die Übungsfrequenz zu steigern. Du wirst gerade bei Anfängern, bei Jugendlichen immer wieder dahinter stehen müssen und sie auffordern müssen, spiel den nächsten Ball, warte nicht, spiel den nächsten Ball. Und du musst dir das nur einmal so klar machen, wenn es einen Spieler gibt in einer kleinen Gruppe und dieser Spieler ist dafür zuständig, den nächsten Ball ins Spiel zu bringen, durch einen Aufschlag, durch einen eingeworfenen Ball, durch was auch immer. Und dieser Spieler tut nicht das, was er soll. Der wartet und schnackt, ja, oder erzählt irgendwas und fängt an zu diskutieren. Dann übt die ganze Gruppe nicht. Okay, und solche Spieler müssen lernen, dass sie den Ball ins Spiel bringen müssen und das muss zügig gehen und der nächste Ball muss schnell kommen, wenn hier die Übung mal vorbei ist, weil ein Ball runtergefallen ist. So, die letzte Variante hier ist noch das Handeln unter höchster physischer Beanspruchung. Und wir reden hier nicht von psychisch, sondern von physischer Beanspruchung. Das heißt, das ist wirklich eine Handlung mit einem sehr hohen Puls. Und ich muss die Spieler manchmal auch ein bisschen scheuchen und muss dafür sorgen, dass der Puls überhaupt erstmal nach oben kommt. Spieler werden in wettkampfähnlichen Trainingsübungen immer versuchen, anzufangen zu diskutieren. Und die Diskussion hat ein Ende, wenn du als Trainer einfach konsequent den nächsten Ball und den nächsten Ball und den nächsten Ball reinwirfst, sorg dafür, dass nicht diskutiert wird. Es soll gespielt werden. Und die Spieler sollen sich konzentrieren auf den nächsten Ball, der da kommt, egal ob er von dir als Trainer eingeworfen wird oder ob er eben vom Gegner kommt. Spieler müssen das lernen. Spieler, die es nicht gelernt haben, diskutieren ganz viel und dadurch erreichst du niemals eine hohe physische Belastung im Training.